Hallo, mein lieber Schütze. Heute schauen wir in die Karten, was dir die Energie für den Monat August 2022 mitgeben möchten, was dir die Energien sagen möchten an Hinweisen und so weiter. Was du noch ein bisschen vielleicht auch steuern kannst, Hinweise, Tendenzen und wo du das Ruder vielleicht auch noch umwenden kannst. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ihr wisst ja auch, das sind Legung fürs Kollektiv. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und da schauen wir jetzt mal. Kann für jeden zutreffen, muss aber nicht. Ne? So, mein lieber Schütze, dann let's go, würde ich sagen. Mein lieber Schütze, was erwartet dich im August 2022? Okay. Oh. So, mein lieber Schütze, dann hätte ich gern hier noch was zur Klärung. Auf die Person. Wunder, wunderschön. Und dann schauen wir doch mal. Holla, okay. Sagen wir so, hier geht's schon ein bisschen. Gut. Also, mein lieber Schütze, was ich dir hier sagen kann, für den Monat August 2022. Hier ist auf jeden Fall, du bist da so in diesem Konflikt, auch hier so die erste Zeit noch so ein bisschen, dieses, ja, was die Harmonie betrifft, hat hier aber mit deiner Vergangenheit zu tun. Und hier ist auch ein bisschen so, du bist eigentlich an sich, bist du dieses Weltoffene, dieser Optimist, den ich hier habe, ne? Absolut der Optimist. Und du bist sehr direkt in deiner Art, in deiner Vorgehensweise. Du weißt genau, was du willst, ne? Und deine fröhliche Art zeigt sich hier auch, also in deinem Umfeld. Diese fröhliche Art hier ganz stark auch auf der Arbeit mit ausgeprägt. Aber was ich hier habe, diesen Konflikt, so ein paar Schwierigkeiten, die ich habe, hat mit deiner Vergangenheit zu tun und hat hier mit einem familiären Mitglied zu tun. Also kann jetzt Elternteil sein, kann jetzt hier auch eine elternähnliche Person für dich sein. Und hier habe ich da so ein bisschen die Enttäuschung liegt hier. Die Enttäuschung, weil das wird so ein bisschen getrübt hier, was die Harmonie betrifft, ne? Also da habe ich einen Bereich liegen. Da bist du so ein bisschen, wo du sagst, du weißt selber nicht so ganz und sagst, okay, du wirst ja aber eine Entscheidung für dich treffen. Du wirst dann sagen, okay, ich räume das Ganze hier auf aus meiner Vergangenheit und hier ein bisschen so, deine Geduld wird ein bisschen auf die Prüfung gestellt, was ich hier auch habe, ne? Aber du sagst, okay, was hier mal war, vielleicht hörst du irgendwas oder irgendwas ist hier, wo du sagst, hey, stopp, ne? Dann haben wir hier dein familiärer Bereich. Also für mich schaut es auch so aus, du wirst auch von irgendjemand vielleicht hören, dass sich jetzt jemand hier trennt oder sowas, dass hier so ein bisschen der Bereich, das Zwischenmenschliche ein bisschen hier auf Hold gestellt ist in deinem familiären, privaten Umfeld, familiären Umfeld, was ich hier habe. Ne? Dann hier. Beruflich gerätst du ein ganz kleines Stück vielleicht auch ein bisschen in die Unsicherheit rein. Ne? Aber das ist nur, das ploppt nur mal ganz kurz hier so auf. Das ist aber auch, weil du sehr überarbeitet auch bist und einfach für dich sagst, hey, ich brauche jetzt endlich mal Auszeit, Zeit für mich. Na? Dann wirst du hier an einen Punkt kommen, wo du eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung hier in dem Bereich, weil hier kommt noch eine andere Person, männlich wie auch weiblich, wo du sagst, hey, da ist jetzt hier jemand in mein Leben gekommen und da hätte ich jetzt aber gerne noch mal eine Karte zur Klärung noch mit drauf. Ja. Wo du sagst, puh, was mache ich jetzt? Du bist hier wirklich dann in diese Entscheidung, du prüfst ganz genau. Du bist hier in diesem Monat auch so komplett in der Prüfung drin, was du für dich machst, weil hier ist auch eine Aktivität hier mit einer anderen Person, was ich jetzt auch noch liegen habe. Wir haben hier zwei Personen liegen. Einmal hier eine Person, die dein Herz schon sehr stark berührt hat, ne? Und hier, da geht es auch um Verbindung, ne? Geht es um Verbindung. Und hier kommt auch was wieder in Bewegung. Aber, hubala, die Bewegung, die wir hier auch haben, mein lieber Schütze, ist hier auch noch mit einer anderen Person. Ne? Männlich wie auch weiblich. Wo du sagst, puhuhu, ich müsste mich jetzt hier auch mal entscheiden.
Aber was mache ich jetzt hier genau? Also du legst das alles sehr genau auf die Waagschale und wirst hier auch eine Entscheidung treffen, ne? Weil diese Person, wo du sagst, könnte eventuell irgendwie, wirst hier aber bei der einen Person zu der Erkenntnis kommen. Ja, hier, wir haben ja auch die Warnung für dich liegen, wo du auch dann dieses, du glaubst dann auch nicht wirklich dran, weil irgendwas passt hier mit dieser Person nicht, ne? Mit dieser Person, weil das irgendwie, jetzt wirkt dann auch so ein bisschen deine Zweifel auch sehr stark aus, deine Zweifel. Und hier ist auch für dich, was ich dir sagen kann, mein lieber Schütze, so ein bisschen die Warnung, die hier auch liegt, ne? Dass hier vielleicht ein bisschen was von dir gezogen werden möchte, also zugunsten für diese Person von dir genommen werden möchte. Ne? Dann haben wir auch noch ja, eine andere Person hier mit liegen, die für dich dann sagt, wo du für dich dann sagst, puh, also hier fühle ich mich eigentlich schon mehr hingezogen. Also du wirst hier, wie gesagt, eine Entscheidung treffen. Ne? Die Entscheidung triffst du hier ganz alleine. Jetzt haben wir hier noch eine Zusatzkarte drauf gezogen und du wirst aber hier auf dein Herz hören und du wirst hier die Zuneigung auch spüren zu dieser anderen Person. Na? Und hier ist wirklich eine Verbindung, wird mir hier auch angezeigt. Also hier tut sich was, hier kommt was in Bewegung, weil du auch von dieser Person eine tiefe Zuneigung spürst. Wie gesagt, zwei Personen haben wir hier. Du wirst hier eine Entscheidung treffen für dich, weil hier kommt noch jemand in dein Leben auch mit rein. Sieht zumindest jetzt hier so aus, wo du für dich sagst, boah, irgendwas muss ich jetzt hier mit entscheiden. Und wirst hier aber ziemlich schnell, weil du bist schlau. Du bist wirklich schlau. Du gibst dir auch die Zeit, ne? Aber du wartest diesmal nicht zu lange. Und du wirst hier eine Entscheidung treffen. Aber von der Entscheidung, wenn wir hier auf die Entscheidung gehen, ist die Tendenz eher hier zu dieser Person. Aber du wirst die Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, wo dein Herz dich hinführt, ne? Weil hier, du bist, wie gesagt, schlau. Und du spürst auch sehr viel, weil diese Person will hier nur irgendwie einen Gunst, irgendwas aus dir rausziehen und zu ihren Gunsten es sich nehmen. Ne? Und das verunsichert dich hier auch. Das wird dich ja auch in die Unsicherheit bringen. Kann jetzt sein, dass du diese Person beruflich auf der Arbeit kennenlernst oder durch Aktivitäten. Ne? Also so liegt es hier da. Aber du siehst selber hier die Reihe, wie es aussieht. Also nicht gerade so prickelnd. Ne? Also da ist ein bisschen, aber da mache ich mir bei dir überhaupt keine Gedanken, mein lieber Schütze. Du wirst hier auf jeden Fall deinem Herzen folgen und dein Herz entscheiden lassen. Mein lieber Schütze, ich wünsche dir für den Monat August 2022 ganz, ganz viel Erfolg, einen wunderschönen Monat und vielen Dank fürs Ansehen. Tschüss!